Hallo ihr Lieben, hier ist wieder der Ü-Ei-Kanal. Mein Name ist Gunnar und euch habe ich wieder etwas mitgebracht. Genau, wir haben heute drei Blind Bags, drei Disney-Wikis Blind Bags. Und ich werde jetzt schon mal anfangen, die erste aufzumachen. Ihr kennt die Tüten ja vielleicht. Hier drinnen gibt es immer kleine Figuren in irgendeinem Zusammenhang mit einem Disney-Film und ein Aufkleber, ein Sticker. Ich bin schon gespannt, was wir hier drinnen haben werden. Cool, kennt ihr diese Person hier? Hier haben wir schon mal den Sticker und ich glaube, jetzt ist hier auch der passende, die passende Figur dazu. Genau. Falls ihr sie nicht kennt, das ist Violetta aus den Disney-Filmen Die Unglaublichen. Ja, ziemlich cool. Da gibt es ja, glaube ich, schon zwei Teile von den Filmen. Den zweiten Teil habe ich nicht gesehen, aber den ersten Teil habe ich gesehen, fand ich sehr gut. Habt ihr zufällig den zweiten Teil von Die Unglaublichen gesehen? Dann lasst mich mal in den Kommentaren wissen, wie ihr den Film fandet. Und in der Zwischenzeit schneide ich schon mal die zweite Tüte auf. Und? Oh Gott, nein, ein Duplikat. Wir haben jetzt zweimal Violetta, die gleiche Figur nochmal. Ist ja krass. Naja, wenn man bedenkt, dass hier insgesamt 30 verschiedene Figuren in diesen Tüten drin sind, dann ist die Chance schon gar nicht mal so niedrig, dass man die gleiche Figur zweimal bekommt. Aber okay. Wir haben hier noch eine dritte Disney-Wikis-Tüte, ein drittes Blindbag von Disney-Wikis und ich hoffe, dass jetzt wirklich etwas anderes drin ist. Vielleicht etwas von Disney Cars oder Olaf der Schneemann oder eine Disney-Prinzessin. Aber bitte, bitte nicht nochmal die gleiche Figur, dann hätten wir dreimal das gleiche, das wäre schon ziemlich komisch. Nein, das ist Mike von der Monster AG. Ja, genau. Mike von der Monster AG, Gott sei Dank noch eine weitere Figur. Naja. Wie ist es mit euch? Was war euer Lieblingsspielzeug in diesem Video? Violetta oder aber der Mike von der Monster AG? Schreibt es mir in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann vergesst natürlich nicht, den Ü-Ei-Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn wir gemeinsam Spielzeug auspacken. Also bis dahin, Leute. Tschüss.